Von beiden hat gelacht. Ha Ah, schön. Nicht, geht aber auch gut. Oh, wir merken uns, Nadine sagt, Jens ist ein alter Goggel. Ja, manchen Dingen sollte man einfach der Jugend überlassen. So. Ja, geil. Geil, geil, geil. Aber wo ist der Schatten? Was, der Hamster muss dann bei mir ins Laufrad, ja. Oh, mein Geburt, Puma Flora. Schwind aber auch, unsere kleine Kuh, die aus dem Ormeer rauskommt, wäre auch ein schönes Imod, um zum Beispiel in den Lörg oder zu gehen oder wieder raus oder wieder zu kommen, ne? So eine Lörg-Kuh ist es dann eben auch, so eine Ormeer-Geburt, ne? Ja. Ja. Das braucht, oh, der, okay, der schwankt es weiter. Oh, die Tür steht eine Kiste, die fallen ist. Nee, ich werde erstmal verkaufen, dass mein Auto leer wird und dann gehe ich Holz sammeln. Es fehlt ein Nachdenk-Emote, wenn man was nicht versteht. Ja. Und das wäre Paddel? Vorschläge? Also was ich unbedingt noch brauche, ist auch ein Emote für, ja, wie soll ich das für sowas wie jetzt hier irgendwie solche Witze, wo du dann so, sowas brauchen wir auch noch. Aber Nachdenk-Emote wäre auch noch cool, ja. Irgendwie so, vielleicht. Ein Gesicht bis zu den Augen, wo die Augen so nach oben gehen und 1000 Fragezeichen. Irgendwie sowas vielleicht. Oder. Ja, muss man nochmal überlegen. Oh, die Kühe schlafen hier sogar. Punkt, ich glaube 21 Uhr, glaube ich, nehmen die sich hin. Das hier anstatt die Herzen 3 Fragezeichen über den Kopf. Ja, genau. Das wäre auch noch möglich, Puma Flora. Ich glaube, das gibt's sogar. Das habe ich sogar schon. Aber man konnte die Fragezeichen nicht erkennen. Warte mal, wie ist denn das in Discord? Da habe ich doch, glaube ich, fast alle Emotes, die man sehen kann, hinzugefügt. Ich glaube, da gibt es nur eins mit Da gibt's Fragezeichen. eins mit Fragezeichen, aber das sieht man nicht richtig, ne? Ja, mit grünen Fragezeichen, aber das sieht man nicht gut. Und dann im Chat erst recht nicht. Ja, müsste man anders gestalten. Ja. Das nächste braucht noch ein bisschen. Ich bring die Ideen und du musst sie umsetzen. Danke, Paddel. Sehr nett. Ja. So ist er zu dir, Bienenmutter ohne Brust. Ja. Nee, also mit den Fragezeichen D-Max, dann ist das vielleicht so nicht, schon nicht schlecht. Dieses Emote, was wir in Discord haben, nur halt die Fragezeichen müssen halt so sein, dass man sie halt im Chat erkennt. Aber halt das, vielleicht das Gesicht nur zur Hälfte. Und nee, also das Emote nicht so, sondern eher das Emote, das hat zum Beispiel das Stängi. Dass man das dann so fühlt. Warte mal, vielleicht finde ich's. Guck mal hier, der Stängel hat zum Beispiel das da. Und das passt zur Situation. Weißt du, so dieses.
Und ich brauche halt eins so. Weißt du, das ist so dieses, wo so ein bisschen, ne, wo du irgendwas Sarkastisches gesagt hast oder so. So, gleich hat der Kerl auf. Oh, Entschuldigung. Dann hole ich auch noch mal ein bisschen Blauschimmel bei Gelegenheit, oder? Ja. Geht immer. Und ich gucke noch mal nach den Wurstspritzen und Gedönse vielleicht. Und ein paar Töpfe kaufen, dass wir hier so zu einer Großproduktion gehen. Nee, nee. Ich Meine weiß schon, Bettwanne. Paddel, es sieht ja auch nicht dann genau so aus, sondern es sieht halt so aus, so von wegen. Oh, ho, ho, ho. Weißt du? So von wegen. Ja. Atze, Hallöchen und Prost. Klum. Immer schön ans, immer vor lauter Spielen das Trinken nicht vergessen. Ja. So, könnte ich schon langsam unterwegs sein? Ja. Könnte ja, ne? Komm, ich mache mich einfach Ja, mal auf den cruise Weg. mal mit deinem Cruiser. Ja, wir cruisen einfach ganz langsam dahin. Ich mein, wenn der so startet, hört er sich ja geil an, aber wenn du nachher fährst, Junge, dann denkst du dir, Kling macht bloß Vollgas, Junge. Ja, der müsste die ganze Zeit über blubbern, ne? Genau, Atze. Was spritzen? Früher hieß es vor lauter Trinken das Spielen nicht vergessen, ja. Richtig, richtig, D-Max, ja. Bei uns ist alles klar, Atze. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Was gibt Neues? Erzähl. Kann ich mit dem Auto echt da reinfahren? Das ist ja ganz schön Ja, groß, ne? nein, das passt. Das muss ein fetter Eber, der könnte ja eigentlich immer getroffen werden. Und der Opel. Blauschimmelkäse 1,9. Geil. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Oh, 8.179 Dollar. Das Kling, kling, schmeckt kling. aber. Das schmeckt aber. Das ist lecker. Ja. Das schmeckt mir. 12.871 Das Dollar schmeckt haben wir jetzt. mir. Na, siehst du, da kannst du auch locker ein, zwei Pferde von kaufen. Oh my gosh. Ja, du musst gemolken werden. Komm. Ach so, und wenn du im Laden bist, dann bring Ohrmarken bitte mit. Okay. Eine Packung reicht. Okay. Guten Tag. So, einmal hätte ich gerne. Mann, du doofes Kalb. Wieso musst du jetzt hier durch? Ohrmarken. Alter. Dann eine elektrische Wurstspritze. Fleischwolf. Topf. Was sind jetzt die anderen? Vier, fünf, sechs. Ja, ist in Ordnung, oder? Einmal. Hallo Manuel, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Das wäre ein Denk-Emote für dich. Da musst du schon mal gucken.
Hab mir vor 2 Wochen fast 2 Finger amputiert, aber mega Glück gehabt, dass nicht morgen erstmal Fäden ziehen lassen. Wie hast du das hinbekommen, Atze? Das ist schön, Manuel. Bei mir auch, ja. Kollege hat die Fassadenabdeckung nicht gehalten bekommen und dann kam die mit Kavumm auf die Finger. Aua, Autsch. aua! Oh! Autsch! Aua! Da hast du echt Glück gehabt. Autsch! Ja, das kann ich mir vorstellen. Das tut weh. Das tut weh. Ah, nur warte mal. Wenn ich das in die Hand nehme, genau, kann ich so machen. Flop, flop, flop und. Jetzt kann ich nicht hineinlegen. Schade. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das zu stapeln bekomme. Den alten Oma-Topf. Aber so wie zum Beispiel zur Lehrzeit, also ich war froh über meinen Oma-Topf, den ich hatte. Ja. Ach scheiße, ich habe vergessen, Blauschimmel zu GZ trinken. Jens. Mein Arbeitskollege hat sich vor 2 Wochen den Mittelfinger von der Kreissäge abschneiden lassen. Aua. Gut, ich habe mir auch schon an der Brotmaschine erst letztens wieder. Alter. Schon oft Glück gehabt, ey. Ja, das heißt, Atze, du bist derzeit zu Hause und hast jetzt, weiß ich nicht, wie ging das dann weiter mit deinen Fingern? Die sind jetzt zerquetscht gewesen oder was, aber nicht abgetrennt oder wie ging das jetzt weiter? Da will man auch nicht live dabei sein, nee. Das hat kaum geblutet. Klinik mit dem Auto 5 Minuten entfernt, seine Frau und seine Schwägerin, beide Krankenschwestern, der Lebensgefährte seiner Schwägerin hat ihn sofort ins Krankenhaus gefahren. Ja, da muss man ja auch richtig schnell reagieren, ne? In dem einen ist Blauschimmel drin, ne? Ach so, habe ich nicht gesehen. Ja, ist gut. Ah, hier. Finger ist wieder dran und er hat auch Gefühl drin. Er hat da echt mega Glück gehabt. Wow. Es ist halt immer Genau. noch, glaube ich, besser, wenn du dir den Finger schön schnell und exakt abschneidest, als wenn du dir den halt zerquetscht, ne? Also zerquetschen ist halt Kacke einfach, ne? Ich kenne auch jemanden, der hat einen Arbeitsunfall gehabt, der ist in irgendeine Maschine reingekommen mit seinen Fingern. Der hat alle Finger, die Fingerspitzen, zerquetscht gehabt und man sieht es halt klar, ne? Man sieht es halt einfach, dass die Finger so ein bisschen gebogener sind, ne? Das ist schon übel. Nimm mal die Ohrmarken in der Hand und dann kannst du mal den weiblichen Kühen einen Namen geben. Ui. Was sind sie denn? Hier ist eine. Das heißt eine weibliche, ja.
Haben wir noch eine? Oder haben wir nur Ja, drei? drin ist noch Ach eins. so. Nein, drin ist noch eins. So, alles klar. Bärbel. Wir haben eine typische Elsa nicht, ne? Ja. Elsa ist so ein typischer Kuhname. Ja. kommt noch, Leute, kommt noch. Kunigunde wäre auch gut gewesen, ja. So, wo lagern wir das? Hier. Hier ist unsere Lagerstätte. Ich konnte die noch anwinkeln und zurückziehen, also sind die mehr der Länge nach aufgeschnitten gewesen. Krankenhaus genäht worden, 2 Wochen krankgeschrieben, trotzdem noch nebenbei ein bisschen arbeiten gewesen, aber natürlich nur das Nötigste. Morgen, wie gesagt, Fäden ziehen lassen und endlich die tote Haut oben loswerden. Dann mal schauen, wie es aussieht und weitergeht. Oha! Aber das sind ganz schöne Schmerzen. Also ich kann mich an Tom erinnern, der hat ja auch im Kindergarten, hat ihm ja ein anderes Kind seine Fingerkuppe abgehauen. Und dann war ich mit dem auch 2 Wochen im Kinderkrankenhaus gewesen und alles in der Kinderklinik. Und das waren für ihn im Nachhinein das mit der toten Haut abziehen und so weiter, waren ja die schlimmsten Schmerzen, ey. Oh. Ja, gute Besserung auf alle Fälle, Atze. Ja. Sag mal, wohin mit du Holz machst, dann komme ich mit Ach hin mit so, dir. ach so. Ja, warte, warte. Ja. Habe ich alles am Start? Ja. Also Glück im Unglück gehabt, Atze, ne? Hallo Panzerchaos. Ja, die Sucht wird immer da sein. Wie geht's dir? Alles klar? Einfach hier alle weg, oder? Ja. Was habe ich verloren? Wieso habe ich Schimmel verloren? Ich schimmel! Du schimmelst. Das ist ja nicht. Nein. Meine Mutter hatte sich ja mal mit der Axt die Fingerkuppe oben was abgehackt. Aha. Beim Holzhacken, ne? Aha. Und der Kater hat daneben gesessen und geschmatzt. Als sie dann zum Arzt war, hat der Arzt sie gefragt, warum sie denn die Fingerkuppe nicht mitgebracht hat. Hätten sie ja wieder anlegen können. Ja, das meine Mutter war ein bisschen schwierig, dann hätte ich den ganzen Kater mitnehmen müssen. Nein. Oh nein. Oh nein. Ja, das wusste ich auch nicht. Bei Erwachsenen muss man es halt die Fingerkuppe wieder dran nähen. Aber bei Kindern ist das alles so winzig, dass die Ärzte halt, die haben den Tom zweimal operieren müssen, weil die haben halt, eigentlich funktioniert das gar nicht bei Kindern. Also normalerweise legst du die Fingerkuppe einfach wieder drauf und es wächst schon irgendwie wieder zusammen bei Kindern halt. Genau.
Und das wusste ich halt nicht, ne? Naja, fürs nächste Mal wissen wir es. Gott. Ich hatte mir mal diese Dosen von der Erdnüsse, kennst du ja, ne? Die Ja. wollte bei mir nicht richtig aufgehen. Und habe mir dabei im Zeigefinger so kreisrund was rausgeschnitten. Also ich habe quasi diesen Nipsel, den du nimmst zum Aufmachen, der war abgegangen und hat mir dann dabei am Finger was rausgerissen. Deswegen bin ich Aua. so richtig schön kreisrund. Mir war erstmal schlecht. Ja, Frau Doktor hat das dann auch bloß so draufgelegt und dann, naja, braune Bidonsalbe rauf und Verband drum. Es ist tatsächlich wieder angewachsen. Jetzt habe ich da richtig so eine Kreisnarbe. Ach krass. Nee. Ärztin, nimm vorher eine Schmerztablette. Die Sucht bleibt immer positiv, Panzerchaos. Immer. Immer. Ja, das ist unser neues Auto, Lilly. Cool, oder? Karl-Heinz hat jetzt endlich Geld. Weißt du? Und kann sich mal was gönnen. Oh, jetzt kommt die Sonne endlich in dem Spiel raus. Das ist ja ein Träumchen. Ja, ich finde auch Schlechtwetter ist hier viel zu viel. Ach ja. Wow. Okay, das Holz machen noch gleich viel flotter. Ja. Dann brauche ich vielleicht die eine gar nicht verkaufen, oder? Oder lieber die verkaufen Nö. und noch eine kaufen, noch eine bessere? Ja, das wäre eher eine Möglichkeit. Ja. Dass man denn die alte verkauft und noch eine zweite Ja. Luftschusssäge kauft. Ja. Icarus Panzerchaos gibt es immer noch. Ich kann mich nur nicht zweiteilen, weißt du? Ei, gute Christian! Ja, Mann, heute Therapiesitzung, verlorene Körperteile. Wie finden wir sie wieder? Wie, was? Warte mal, was? Wie finden wir wieder zusammen? Ja, richtig, richtig, Christian. Ja. Ja. Ist immer gut zu wissen. Ich habe mal versucht, mit einem Brotschneidemesser einen Block Schokolade zu schneiden, bin abgerutscht und habe mir ein Stück Daumen fast rausgesäbelt, habe mich etwas erschrocken, ja. Da Ja, muss ich das an meine durch. Arbeitskollegen denken. Scharfe Messer passiert auch sowas sowieso sehr schnell. Meine Arbeitskollegin wollte gefrorenes Fleisch mit dem Messer schneiden, hat sich aber nicht geschnitten. Nein! Wer ist denn bitte schön auch so doof, sag ich. Und gefrorenes Fleisch schneiden, sag ich. Ja. Also. Ja, das war so angetaut und dann habe ich gedacht, Aha. Na, da brauchst du schon bestimmt ein extrem scharfes Messer. Wie zwei Chefinnen. Letztens waren doch gute Themen. Ein bisschen versaut, aber lustig. Ja, lass mal den Tag weiterlaufen. Ja, no use. Ich hatte mal einen Unfall, wo ich rückwärts durch ein Wohnzimmerglastür gefallen bin. Im Krankenhaus sagte man mir, Oh. ich hatte echt Glück, noch 3 bis 4 Zentimeter mehr und die Scheibe wäre vorne wieder rausgekommen. Jetzt habe ich eine 23 cm lange Narbe auf dem Rücken. Oh, da hast du aber echt Glück gehabt, Elke. So ist ja mein Opa, glaube ich, gestorben. Soweit wie ich weiß. Da hast du echt Glück gehabt. Bitte keine Verletzungsthemen mehr, ja.
Nicht? Ich hätte noch so einen. Ich habe mir mal beim Kühe impfen die Nadel ins Knie gehauen. War auch sehr geil. Also ich hatte, es gibt so bestimmte Impfungen, die darfst du noch anwenden, das Tierarzt ist dann selber noch bei den Kühen. Und dann wollte dann Kälberflechte impfen. Und ich habe die Kühe mit Kälberflechte geimpft und ich musste so durch so ein, also die Tore haben immer so einen Schlupf, wo man so durchgehen kann. Und ich gehe da durch und heb das Knie und habe aber noch die Kappe von der Nadel ab und ramme mir die Nadel ins Knie rein. Oh, das war mir. Gott. Aber das hat sich so angefühlt, weißt du, wenn du so Hühnerbrust schneidest, das knopselt doch immer so. So hat sich das auch angefühlt, war sehr lecker. Ah, gut. Oh, ich werde jetzt mein Tierarzt gefragt, ob ich jetzt noch irgendwas, ob ich mich jetzt noch auf irgendwas einstellen muss. Nö, das ja, kann sein, dass du an der Stelle Kälberflechte kriegst, aber ansonsten. Weil du Voll ja Sinn, sagtest, ey. du kannst sie nicht teilen, ob Jens zwei Chefin überleben würde. Also Puma Flora, ja. Ja, Da hat RL das gibt's halt Leben. auch noch. Es ist halt leider so, ne? Ach herrlich, Finger ab, hier Schnittwunden und im Hintergrund Kreissägengeräusche. Dann kann Heinz nicht groß, kommt er mit dem Poppers voran, drauf. Hier ist was los, hä? Weil Heinz den letzten Rest muss er doch mal alleine machen. Einer muss ja mal die Kühe melken gehen, ne? Ja. Mach ruhig. Mach ruhig. Du kennst dich da ja besser aus. Ja, Fachfrau lässt grüßen. Nicht, dass ich noch die Saugnäpfe falsch anbringe, Ja, das ist auch knapp wie ein Melkbecher. du? Richtig, ja. Was? Wir können uns gerne austauschen über meinen Körper im Alter. Erektionsstörungen, Inkontinenz und Vergesslichkeit. Was war noch mal das Thema? Oh, schön er quietschen kann. Und wie schön ich eingeparkt Oh. habe. Oh, ist das geil. Oh, Treibstoff ist leer. Bebel. Na, Kleine, wie heißt du denn? Und herzlich willkommen, Basefire. Servus. Au, 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 au. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hier will man doch nicht raus, hier will man rein. Ja, da. Ja, gibt schon lustige Geschichten, ne? Auf jeden Fall ist die Luxus-Tischkreissäge schneller leer wie die normale Säge. Und das glaube ich halt auch, Weil die dass es ist so auch mit dem Auto schneller. ist. Die ist aber schneller mit dem Sägen Ja. als die Fresssäge, als die billige. Und das mit dem Tank bei der Kreissäge ist mir aufgefallen, das richtet sich nicht danach. Also du könntest die eine ganze Nacht durchlaufen lassen, das wäre kein Problem, die würde nicht leer laufen, sondern es richtet sich danach, wie viel Holz du reingemacht hast. Ach, die muss man doch nicht ausmachen. Nein, nein. Ich hatte letztens nämlich mal, wenn man die auftankt, geht die ja immer automatisch an. Ja. Und ich hatte die dann, habt ihr die aufgetankt und vergessen auszumachen. Und dann lief die halt die ganze Nacht mit, oh, die war nächsten Tag noch voll. Ach ja. Also die geht nicht aus. Ich glaube, die lief sogar den ganzen Tag noch. Ach krass. Oh Mann, Christian, ey. Muss auch So mal ein schlimm kann bisschen. das bei dir gar nicht sein, wenn du noch Sport machst, Christian.
Auf ein Prost, ne? Tschüsschen. Manuel und Atze, klung. Zwei Küken aktuell. Ist nicht da. Ja, die müssten sich auch mal vermehren. Zwei. Ja. Zwei Was Eier habe sonst? ich aber noch in der Ecke extra liegen, die sind noch befruchtet. Ich pack die dann immer extra irgendwo in der Ecke. Och, Herrgott, nicht diese Eierfummelei hier. So, kann ich ja da lassen, muss ja nicht unbedingt sein, dass ich jedes Mal wieder mitnehme, ne? Nö. Richtig, Atze, ja. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Richtig, Jens, wir brauchen Eier. Immer noch. Ich fummel an Karl-Heinz Eier rum. Ach, wir müssen erstmal das Haus fertig bauen. Ja, mach bitte die Wand wieder dran. Ui, Atze! Vielen lieben Dank für 22 Herzchenbits! Ja, Mann! Ohrwurm incoming! Christian, Da brauche ich nicht mehr üben, Jens. danke für 5 Bits. Ja, Mann. Ohrwurm incoming. Ja, mach das, Atze. Alles klar, Elke, viel Spaß im Lurk. Ja, Mann. Hast du dein Holz auch schon verarbeitet? Nee, ne? Nein, das liegt noch drauf. Okay. Hab schon gedacht. Kannst du dir gerne und dann einen Käse machen. Ach, da steht das Auto. Dieses Hobby gerade gar nicht gesehen. Ach so, Christian, das Lied. Ja. Wer rastet, der rostet. Das stimmt, Atze. Das stimmt. Ja. D-Max, Dankeschön für 30 Bits. Dankeschön. Vielen Dank
für die B-Hits. Zack. Boah, zigan. Oh, passt, ne? Gut, ne? Kommt, es wirkt, es wirkt. Ach ja. Alles klar, D-Max, viel Spaß im Lörrack. Ist Maria mit Karl-Heinz im Bett zufrieden? Das ist nicht sicher. Da ist jetzt aber Karl-Heinz traurig. So, die Schränke sind ja alle noch leer, genau. Weil cool, wenn man von außen sehen würde, welche Schränke voll sind. Weil so richtig schön gemütlich, Ja. ne? Die eine, wo ist das noch reingegangen? Ja. Mensch, kann man jetzt nicht wieder brauchen. Zack. So. So, da habe ich schon. Käse hast du schon geguckt? Ja, schon alles. Was machen wir denn jetzt mit unseren Hühnern, dass die sich vermehren? Wir müssen halt jetzt Ja, ich echt weiß nicht. aufpassen, dass wir die Befruchteten nicht nehmen, ne? Ja, deswegen habe ich ja dieses Ovoskop-Dings gekauft. Ich mache die Eier immer erst einmal in den Ovoskop jetzt rein. Okay, sehr gut. Fuchsgang und Aber Manuel. es ist immer nur ein befruchtetes Ei meistens bei. Entweder holen wir mal noch zwei Hühner und einen Hahn. Also ich wollte hier nicht mit dem Rasenmäher die schönen Blümchen Nee. wegmachen, oder? Mm-mm. Ach, danach habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Oh. Liegen die ganzen Schweine schon auf der Seite, oder? Bertha hat ein Kälbchen gemacht. Und auch ein weißes Kälbchen. Oh, jetzt werden die Schweine fast alle verhungert. Ach du Scheiße. Ups. Da war ja was. Ups, nee. Habe ich Upsi Daisy. So. Das ist doch hier einer. du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Ja, Mann. Du bist sehr geil. Du Du bist bist super super geil. Guten Morgen, ihr lieben Liebhaber der agrarwirtschaftlichen Tätigkeiten, Frau zu Mega 1, Müsste man Frau zu morgens Mega alles 1, Frau weggehauen, zu Mega 1. ne? Ja, Mann, Zeni, vielen, vielen lieben Dank für dein Tier 2-Sub im 20. Monat. Oh mein Gott! Mega! Wie geil ist das denn? Ja, Mann! Sag mal, welche Schwein wollte ich denn jetzt? Das da, glaube ich.
Komm jetzt mit. Alles klar, Zeni. Ich brauche, glaube ich, noch eine Tür. Im Stall sind auch Türen, da kannst du auch rausgehen. Ja, aber überall stehen Schweine, weißt du? Ja, das kommt davon, weil Schweine sich halt vermehren wie Ratten. Ja, ich merk's. Mein Freund. Komm, komm. Du auch wieder einen Bullen dazu haben, damit es sich lohnt. Der dicke Schlappbulle ist dann, glaube ich, weg. Oh ja, klar. Davon haben wir jetzt ja auch zwei. Dann kann man immer weg und der schön zu mir. Karl-Heinz, der Schlachter. Ja. Ja, es tut mir leid. Guck mal, alle Schweine gehen immer raus, nur das Schwein nicht, was geschlachtet werden muss. Ich glaube, die riechen das. Ich hätte gerne einen Schnitzel. Ja, gibt's. Kommt sofort, Zeni. Kommt sofort. Guck, jetzt will wieder das raus, was nicht raus soll. Weiß auch nicht. Komm jetzt. Komm. Danke. Ja. Alles klar, dann bis später, Pittichen. Ja. Uns. Oh. So sau. So süß. Oh, jetzt will's wegrennen. Du entkommst mir nicht. Oh Gott. Was ein Schlachtfeld. Oh Gott, was ein Schlachtfeld. Oh Gott. Hilfe. Boah, die hat aber viel Fleisch gebracht, die Kuh. Halleluja, ey. Fleisch holen. Die Fleischrinder, die bringt viel, viel Milch, hätte ich jetzt mal gedacht. Ich nehme Ring, Blutwurst, Leberwurst und 10 Kilo Rippscher. Alles klar, sie. WB Elke. Noch ein bisschen Camembert dazu. Ja. Ich habe auch noch Olaf im Angebot. Ist das auch in Ordnung, ein Olaf noch? Das ist eine Frikadelle. Die sieht in dem Spiel aber aus wie so ein Schneemann. So sieht nun mal das Farming aus. Machen wir uns nichts vor. Nee. Ich gehe mal zwei Hühner und einen Hahn holen, ja? Was, du holst Hasen? Ja, ich hol Hasen, genau. Genau, mein Schatz, ich hol Hasen. Was holst du? Ein Hahn und zwei Hühner mal noch. Ach so. Weil mich das mit der Eier, das muss ja mal... Kann ja nicht sein, kann das nicht. Ja, ja. Dass der Gockel da keine Lust hat. Ja. Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr Kühlboxen. Ja, kann ich auch noch mitnehmen.
Geil. Genauso erfolgt heute eine Schlachtung. Tier tot und zack, explodiert im Verkaufs fertige Portionen. In meiner Jugend hat man noch im Boxer namens Rocky die Schnitzel an der halben Kuhhälfte weich geboxt. Ja, Mann! Das waren noch Zeiten, ne? Wir waren mal von der Schule aus im Schlachthaus gewesen. Also von der Berufsschule aus. Mhm. Also Schweine war mir ja noch egal. Aber dieser Bolzenschuss bei der Kuh, der ging gar nicht, Alter. Ich habe bestanden gebeult. Ach ja. Nee, also das konnte ich nicht. Nachher Kehlstich, nachher alles kein Problem. Also die kriegen ja einen Kehlstich und müssen dann ja ausbluten. Mhm. Das war nicht das Problem, aber dieser Bolzenschuss. Ach ja. Also der ging gar nicht. Aha. Genau. Adrian! Bei meiner Ranch ist die Schweinezucht komplett eskaliert. Mittlerweile verkaufe ich das Schweinefleisch direkt, wenn es Aktion ist, weil ich sonst zu nichts mehr komme, wenn ich alles noch verarbeiten sollte. Aber Kontostand ist eigentlich ziemlich akzeptabel. Glaube, bin gut vorbereitet für das Update. Sehr gut, no use, ja. Davor habt ihr mich ja gewarnt, dass das irgendwann halt mega eskalieren wird, ne? Ach ja. Der wird nicht abgenommen. Wann ist das Update? Und hallo, hallo Nudi, servus. Donnerstag. Sehr wahrscheinlich. Halt irgendwann abends, ne? Deswegen bin ich halt jetzt auch am gucken, wann ich mit euch wieder hier am Start bin, ne? Also Dienstag auf alle Fälle. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwie auch schon vorher, weißt du? Ich weiß es nicht, die Kunst da nicht so. Wir lieben doch Eskalonse, ja. Ja. Richtig. Oh, ich glaube, da ist gerade ein kleines Küken auf die Welt gekommen. Hat Chip Chip gemacht? Ja. Ich habe einen guten Rhythmus drin, ne? Ja, ja. Geht schon gut, ne? Ich meine, jetzt ist es auch nicht mehr so kompliziert, welche Taste du drücken musst durch diese Automatik, die du hier drin hast, weißt du? Ja, ist okay. Es ist nicht mehr so viel Klick, Klick, E, sondern mehr E. Es ist nicht mehr so verwirrend. Tup, tschup, tschup. Schub. Hallo Chase, mein Servus. Im Moment sind wir zu zweit. Die Maria ist hier noch mit am Start. Hallöchen. Und später kommt noch Gwen und Maria dazu. Also ich komme noch mal dazu. Wer kommt dazu? Ich komme noch mal dazu. Ah, du kommst noch mal dazu. Ja, ja. Ja, hast du gerade gesagt. Ach so. Anja. Ja. Ja. Ja, du teilst dich so wie ich auch, weißt du. Ja. Ja, ja. Ja. So. Keine Frikadellen. Guck mal, wie gut ich bin, ne? Moment, gibt es keine Frikadellen.
G-U-A-T. Oh. Was ist denn damit passiert? Hallöchen, Alexander! Juhu! Ja, es ist. Wie ist denn das hier bei dir? Warte mal, jetzt habe ich schon 14 Grad. Du wahrscheinlich auch, ne? Wahnsinn. Richtig, richtig schöne Sonne haben wir hier. Was sagt den Mitspielern, die später kommen? Heute ist eine FKK-Ranch. Ja, das wissen sie ja. Wie gesagt, die Anja hat sich ja schon gefreut, aber jetzt habe ich mich wieder angezogen. Der Chat hat gegen den nackten Karl-Heinz entschieden. Und Alexander, Prost! Klong! Das ist Bio. Fleisch beim Schlachten fällt auf dem Hof. Wurst bei der Produktion liegt auf dem Boden. Das ist wahres Bio. Siehst du? So sieht's aus, Christian. Impfung gut überstanden. Habt mal noch ein schönes Foto vom Schloss in Zweibrücken. Oh, gut. Das ist schön. Ja, ich denke auch, da wirst du jetzt am Ende nicht so viel merken, Alexander, oder? Auch 14 Grad. Oh, cool. Ich sehe schon wieder, wie Maya dann später zu mir sagt, ey Mama, ey, es war voll warm, ey. Ihr seid ja toll. Aber hallo. Cool, Alexander, sehr schön. 14 Grad, bei mir sind es gerade 31, in der Sonne aber 31. Wow. Ach, krass, Junkie, Wahnsinn. So. Ja, ja. Die Sonne kann schon heiß werden. Wie war das noch früher? Das Thema mit dem Ozonloch. Oh, jetzt habe ich einen Olaf gemacht. Ja, aber gut, dass das schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Ja, ne? Deswegen darf ich ja auch mal. Soll ich das Fleisch mal verkaufen gehen? Was du hier schon fertig hast, ja. Ach so, ja, kannst du auch machen, ja. Und auch mal mit dem dicken. Ja, Mann. Mit dicken Karre fahren. Ja, Mann. Seit wann ich schon zocke? Du meinst insgesamt schon Chase Man oder was? Wir machen das jetzt hier seit fast 4 Jahren. Wir sind also schon, kann man so sagen, alte Hühnchen sind wir schon. Alte, erfahrene Hühner, ja. Oh, Käse, Blauschimmel ist auch noch gegen uns Rindfleisch. Oh, gut. 4.000, 12.000 noch was. Karl-Heinz, du hast mir versprochen, ich krieg ein Pferd. Ja, wenn wir jetzt genug Geld haben und du sagst go, ja, dann fahre ich mal los.